Kann ich in Deutschland eingebürgert werden, wenn ich Syrer bin? Die Frage ist eigentlich schon seltsam, weil ob du Syrer bist oder nicht, spielt eigentlich für die Einbürgerung erstmal keine Rolle. Du musst halt die Voraussetzungen erfüllen. Insbesondere ist immer wichtig, welchen Aufenthaltstitel du hast. Ich will jetzt trotzdem erklären, welche Besonderheiten es bei der Einbürgerung bei Syrern gibt. Die allermeisten Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, haben Asyl beantragt oder sind im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland gekommen und haben fast immer die richtigen Aufenthaltsrechte, um eingebürgert zu werden. Das ist oft Flüchtlingseinbürgerung, subsidiärer Schutz oder es sind irgendwelche Familiennachzugsaufenthaltstitel. Das bedeutet erstmal, wenn du Syrer bist, kannst du schon mal davon ausgehen, dass du den richtigen Aufenthaltstitel hast. Bei Syrern gibt es dann aber eine zweite Besonderheit. Als Syrer solltest du in jedem Fall einen gültigen Nationalpass haben. Egal, ob du vielleicht einen blauen Pass hast oder einen grauen Pass hast, du musst grundsätzlich davon ausgehen, dass du einen gültigen Nationalpass hast. Wenn du diesen nicht hast, musst du den beantragen und benötigst entweder dann den Nationalpass oder den Nachweis, dass dir kein Nationalpass ausgestellt wird. Das ist ein kompliziertes Thema, dafür haben wir andere Videos, schaut euch die gerne an. Aber insbesondere aufgrund der Tatsache, dass ihr in aller Regel die richtigen Aufenthaltstitel habt, geht die Einbürgerung für Syrer in aller Regel. Insgesamt musst du für die Einbürgerung natürlich viele, viele Voraussetzungen erfüllen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eingebürgert zu werden. Nach 3 Jahren, wenn du einen deutschen Ehepartner hast. Nach 6 Jahren, wenn du gut integriert bist, zum Beispiel ein B2-Sprachzertifikat hast. Nach 7 Jahren, wenn du einen Integrationskurs belegt hast. Und die normale Einbürgerung nach 8 Jahren. Das heißt, insgesamt, um zu wissen, ob du eingebürgert werden kannst, musst du wissen, ob du alle Voraussetzungen erfüllst. Ich empfehle dir, schau dir doch ganz einfach unser Video an, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um eingebürgert zu werden, damit du weißt, ob du die Voraussetzungen erfüllst. Wir von Migrando haben aber noch eine viel einfache Möglichkeit geschaffen, um herauszufinden, ob du eingebürgert werden kannst. Mach einfach unseren kostenlosen Test. Dort stellen wir dir die wichtigsten Fragen und du erfährst innerhalb von wenigen Minuten, ob du alle Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllst. Du kennst unseren Test nicht oder weißt nicht, wie der genau funktioniert, dann zeigen wir dir das mal ganz kurz. Du wählst am Anfang einfach deine Sprache aus, dann geht es direkt zum kostenlosen Test und dann musst du diverse Fragen beantworten. Nimm dir dafür bitte ein bisschen Zeit, konzentriere dich, lese die Fragen genau und beantworte diese so gut es geht. Am Ende fragen wir dich, ob du die Einbürgerung und die Niederlassungserlaubnis möglicherweise schon beantragt hast. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, kannst du dich für eine kostenlose Beratung bei uns anmelden. In dem Fall gib einfach kurz deine Stammdaten an. Und zum Schluss musst du einfach nur noch die Datenschutzbestimmung akzeptieren und auf Weiter klicken. Und jetzt erfährst du das Ergebnis. In dem Fall würdest du für die Einbürgerung in Frage kommen. Kannst dir unten noch angeben, wann du am besten erreichbar bist, dann rufen wir dich auch zu diesen Zeiten an, musst nochmal die Datenschutzbestimmung akzeptieren und auf Senden klicken. In dem Telefonat, das du dann erhältst, prüfen wir nochmal, ob deine Daten richtig angegeben wurde, das heißt, ob du die Fragen richtig verstanden hast und stellen dir noch ein paar weitere Fragen, um dann herauszufinden, erfüllst du die Voraussetzung für die Niederlassungserlaubnis oder Einbürgerung oder nicht? Und wenn ja, kannst du uns ganz einfach beauftragen für die Niederlassungserlaubnis oder Einbürgerung. Du kennst jetzt die Voraussetzung, um zu wissen, ob du eingebürgert werden kannst. Und wir verlinken dir jetzt noch 2 Videos. Unser Video zu den Voraussetzungen für die Einbürgerung und ein ausführliches Video, wie unser kostenloser Test funktioniert, damit du schnellstmöglich weißt, wie du eingebürgert werden kannst, ob du die Voraussetzungen erfüllst und dass du am Ende auch eingebürgert wirst. Und wenn du den kostenlosen Test jetzt sofort machen willst, klick einfach in die Videobeschreibung, geh auf migrando.de/test und in 3 Minuten weißt du, ob du die Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllst.